Selbstbewusstsein ist die Basis für die Dinge, die ich angehen will. Wir erleben das immer wieder, dass wenn Dinge nicht funktionieren, ich nicht wirklich in Antrieb komme oder Sachen angehe, was mache, liegt meistens im Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstbewusstheit, Selbstvertrauen, Selbstverantwortung. Und da unterstützen wir als allererstes. Wir haben ganz gute und kraftvolle Tools, wie wir Kinder spielerisch dahin bringen, dass sie sich selber erkennen, ihren Selbstwert und dass sie ihr Selbstbewusstsein auch wirklich trainieren. Ich kann Selbstbewusstsein trainieren wie ein Muskel. Wenn ich den regelmäßig nutze und anspanne und prüfe, dann wächst mein Muskel und genauso wächst mein Selbstbewusstsein. Und selbstbewusste Kinder gehen ganz anders durchs Leben als Kinder, die nicht selbstbewusst sind.